Ja, und damit moin moin und servus, meine Buben. Wir sind wieder hier bei News Spekulatius und bei den Yokai News. Und Brüders, heute war der 8 Jahre Jubiläum-Stream für Yokai Watch. Und naja, machen wir's kurz. Er war eine Enttäuschung, ja. Er war eine Enttäuschung und ich bin jetzt auch dementsprechend Hashtag sauer. Aber wieso ich überhaupt Hashtag sauer bin und was alles genau in diesem Livestream gezeigt und präsentiert worden ist, ja, das alles und vieles mehr in diesem Video. Es wird irgendwo traurig. Lasst trotzdem gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallenisieren sollte. Ja, vielen Dank, meine BrudingoInnen, und abonniert hier gerne rein für mehr. Aktiviert die Glocke, damit ihr von Yokai Watch nichts mehr verpasst. Und Brüders, wie gesagt, heute gab es diesen Livestream, diese Enttäuschung. Und wann genau? Das ist eine Frage, die gilt es zu beantworten. Es war vor einigen Stunden erst, ja, um 12 Uhr mittags deutscher Zeit. Und nicht um Mitternacht, wie einige deutsche Schmutz-News-Webseiten berichtet haben. Grüße gehen auf jeden Fall raus, ne? Schmutz. Nicht, darf man nicht verfolgen, sowas, ja? Schaut gerne in diese deutschen News rein, wer gecallt hat, um Mitternacht gibt es diesen Stream. Und ja, streicht einfach diese Seite aus eurem Suchalgorithmus und generell aus eurem Gedächtnis, Schmutzseite. Wie ich aber schon mal gesagt habe. Wir machen weiter, denn wir wollen uns nicht an solchen Sachen aufhalten, ja. Der Stream ging von 12 bis 13 Uhr. Er ging eine Stunde lang. Und jetzt wird's wild. Ich bin um kurz vor 12 auf diesen Stream gegangen und da stand, das Video war nicht verfügbar. Ich bin vor, ich glaube, 1-2 Wochen, als dieser Stream angekündigt worden ist, oder vielleicht waren es auch nur ein paar Tage, ich weiß es nicht mal so ganz genau, aber als dieser Stream angekündigt worden ist, ich bin direkt auf den Link und auch da stand, Video ist nicht verfügbar. Aber ich habe mir da erstmal nichts bei gedacht und habe weiter gewartet und gewartet und dann war 12 Uhr, ich klicke nochmal auf diesen Link und das Video war nicht verfügbar. Und jetzt ratet mal warum. Der Stream war region-locked, ja, man konnte ihn nur in Japan sehen, er war einfach nur in Japan verfügbar, was ist das für ein Schmutz? Also jetzt mal ganz ehrlich, glücklicherweise konnte ich das Ganze trotzdem mit VPN aufnehmen, Mashallah, Bruder, und ihr seht natürlich jetzt hier, ja, den Stream in feinster Qualität auf diesem Chanel hier, ja, ich hatte auch mal zwischenzeitlich bei einem anderen englischen Restreamer vorbeigeschaut, aber der, ich weiß nicht, der Ton von diesem Stream war viel zu leise und der war zu laut und hatte auch irgendwie gelaggt, der Stream. Ich weiß nicht, also das konnte man sich auf Dauer nicht lange angucken, aber jedenfalls, es war ein Desaster, wie das Ganze hier nach außen kommuniziert worden ist, ne? Also Level 5 wollte anscheinend, dass es nur die Japaner gucken und naja, wie man hier sehen kann, bin ich jetzt offiziell auch ein Japaner, denn ich konnte es mit VPN gucken. Man kennt's doch, Brüders. Ja, also, ich finde aber trotzdem diesen Move Schmutz. Also, warum tut Level 5 sowas? Warum pusten sie diesen Stream nicht einfach trotzdem in die Öffentlichkeit, obwohl es, ich sag mal, rein japanischer Content ist und gewesen ist? Ja, und das gibt euch quasi schon den Hint darauf, was heute nicht gezeigt worden ist. Grüße gehen raus an Yokai Watch 4 im Westen, aber wir machen weiter, ja? Ihr seht die bezaubernden Damen hier im Hintergrund, ja? Das hier ist die Synchronsprecherin von Jibanyan und hier auf der linken, das müsste die Synchronsprecherin von Nathan sein. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der zweiten, aber sie ist auf jeden Fall die Jibanyan-Synchronstimme. Jedenfalls die japanische Jibanyan-Synchronstimme und auch die ebenfalls von Nathan. Und was haben die beiden eine Stunde gemacht? Recappen wir das mal ganz kurz, ja. Die haben erstmal einen Rückblick auf die bisherige Serie gegeben, dann schön auch Rabatt rausgehauen an die ganzen 3DS. Yokai Watch Spiele, die kosten jetzt im japanischen E-Shop irgendwie alle umgerechnet 4 Euro irgendwas, also 5000 Yen und das ist halt nichts. Also ja, wer Bock hat, wobei 5000? Ne, 500 Yen. 500 Yen pro Yokai Watch Spiel im japanischen E-Shop. Also wirklich heftigst reduziert auf 4 Euro irgendwas. Ja, wie gesagt, aber dennoch einen Rückblick auf die Serie gegeben. Dann gab es irgendwie so gefühlt 30 Minuten Fanpost, das ist der Abteil, den wir uns jetzt hier angucken, ja, die sind hier ständig irgendwas am Vorlesen und ständig Arigato Gozaimasu, ja, Bruder, dann gab es aber endlich Vorstellung von Neuigkeiten, also Neuigkeiten, ja,
auf Twitter wurde das ja so angekündigt, von wegen, es gäbe wichtige Ankündigungen zu einem gewissen Spiel. Ja, falls ihr euch erinnert, dieses Ausrufezeichen, Fragezeichen, Mobiltelefon-Emoji, Kicks, was der japanische Twitter-Account von Yo-Kai Watch da hatte. Ich frage mich jetzt gerade, warum haben die ihren Twitter-Account nicht auf Japan Region locked? Ach ja, weil das gar nicht geht, ne? Tja, Level 5, scheiße gelaufen, ne? Ja, es gab wichtige Ankündigungen zu einem Mobile-Spiel tatsächlich, ja. Und dieses Mobile-Spiel, man mag es kaum glauben, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen rum und vielleicht finde ich das sogar, mal schauen, ja, hier ist es. Also es wurde announced per, ja hier, ne, und wie ich das Ganze halt auch gecallt habe die ganze Zeit, man hat es ja im Tweet Mobiltelefon-Emoji gesehen und ich dachte mir, okay, hier wird irgendein neues Yo-Kai Watch Mobile Game angekündigt und ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Yo-Kai Watch 1 Mobile. Brüder, das, was die große Ankündigung im Stream gewesen ist, ist Yo-Kai Watch 1 für Handy, für Android und iOS. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Yo-Kai Watch 1 ist schon das neue Skyrim gefühlt. Also, wenn es nach Level 5 geht, gibt es Yo-Kai Watch bald für den nächsten Kühlschrank eures Vertrauens, ja? Das ist doch nicht mehr normal. Also, jetzt promotet man das Spiel noch einmal und kommen wir aber ganz kurz hier zu den, ich sag mal, Fakten, ja? Das Gameplay sah wirklich so aus, als hätte es die Switch-Grafik, ja? Wir können auch gerne mal hier so ein bisschen Gameplay reinsneaken. Die Shibanyan-Synchronsprecherin wird es gleich zocken. Genau, hier haben wir es. Also, das Gameplay ist schon so ein bisschen an Switch orientiert, würde ich sagen, an der Switch-Grafik. Ich würde sagen, ja. Das sieht schon ungefähr so aus, als wäre es dieses Switch-Remaster-Game. Ja, und ihr seht auch hier schon das Overlay, ja, dass man irgendwie, ne, mit kleineren Buttons, die hier auf dem Bildschirm verteilt sind, interagieren kann. Natürlich kein, also ich weiß nicht, ob es Controller-Support geht, gibt wahrscheinlich nicht, aber das soweit dazu. Ja, also hier seht ihr das Overlay, oben links die Karte, hier kann man wahrscheinlich die Kamera schwenken, aber wenn auch nicht voll 360 Grad, ich denke, das ist wieder auf diesen typischen Bereich gelockt, den es da an Yo-Kai Watch gibt, gab es ja für 3DS auch. Ja, wir haben quasi ja, hier die Tasche, hier die Yo-Kai Watch, hier das Radar, das Fahrrad. Und hier kann man sehr dringend los auf der rechten Seite. Achso, ihr seht die Maus gerade gar nicht, ne? Ja, ist ja auch vollkommen egal. Das soweit zu den Gameplay-Mechaniken. Kommen wir jetzt wohl zu den Funktionen des Games. Und jetzt möge man ja meinen, ne? Wow, das Spiel gibt es für Mobile, krass, denken wir mal positiv, ja, da wird es bestimmt auch, anders als in der Switch-Version, die Yo-Kai-Kamera-Funktion geben. Oder eine Möglichkeit, QR-Codes einzuscannen. Nee, wird es nicht geben. So wie ich das gehört habe auf meinem Discord-Server, hieß es wohl, dass es diese Funktion wohl nicht geben wird. Und das wäre kompletter Nonsens, denn gerade hier auf einem Mobiltelefon Yo-Kai Watch zu spielen, da bietet es sich doch an, die Kamerafunktion aus dem 3DS-Teil wieder zu übernehmen. Falls das stimmt mit dieser Kamerafunktion, die nicht da ist, und der QR-Code-Einscan-Funktion, dann hat man einfach hier lieblos die Switch-Version geportet und ja, einfach nur Schmutz. Also wirklich, also das ist so ein Schrott. WTF Level 5. Was ist los mit euch? Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, wann der Release ist. Das Spiel, ja, der Port, kommt morgen schon raus. Ungefähr morgen. Also ich denke mal, jetzt wird ja ungefähr, oder ich denke in einigen Stunden wird ja in Japan schon morgen sein, Samstag sein. Aber es könnte natürlich sein, dass es ein bisschen dauert, bis das Spiel in den Play Store oder in den, ich sag mal, APK Store im Internet eures Vertrauens, ja, könnte ein bisschen dauern, bis das Spiel hochgeladen ist, ja. Kommen wir zum Preis. Es werden wohl umgerechnet 15 Euro werden, die man für dieses Spiel bezahlen muss.
im August wird es aber einen Sale geben und da wird das Spiel auf ungefähr 10 Euro runtergesetzt sein. Meine Empfehlung geht absolut nicht raus. Ich empfehle euch natürlich nicht, diverse APK-Seiten zu besuchen, um es sich gratis herunterzuladen. Ach, Level 5, wo kommen wir denn? Wo würden wir denn da hinkommen, wenn ich das tun würde, oder? Naja. Und das war's tatsächlich, ja? Das war es mit der Präsentation. Es gab am Ende nochmal so ein bisschen, was gab es am Ende? Lass mal kurz gucken. Ja, es wurde wieder ein bisschen gelaberisiert, ja. Am Ende ging es noch so ein bisschen zum Strand, aber das war die einzige Spielevorstellung, die es gab, ja. Kein Yo-Kai Watch 2 Remaster oder Remake, welches für Switch angekündigt wurde. Ja, und da frage ich mich halt, wieso wurde Yo-Kai Watch 2 vor ein paar Wochen, am 19. Juni, wieso wurde das auf Twitter angekündigt? Wieso hat man das dann überhaupt auf Twitter irgendwie announced oder revealed, ja, angeteased, könnte man sagen, zum 8. Geburtstag von Yo-Kai Watch? Oder es war, glaube ich, nicht offiziell zum 8. Geburtstag. Ja, wobei, hier steht eine 8. Da steht eine 8. Warum hat man es dann nicht gezeigt? Ich verstehe es nicht. Wieso hat man nicht die Ankündigung für Yo-Kai Watch 2 Switch gemacht? Das ist halt wirklich dreist. Und ich bin wirklich Hashtag sauer. Und ich sag mal so, ne? Dass es nur das war, ist enttäuschend genug. Ja? Ich meine, ich habe mir jetzt auch nicht vorgestellt, dass die dass der japanische Stream hier die westliche Yo-Kai Watch 4 Version zeigen wird, ja. Es war ja irgendwo klar, dass das nicht passieren wird. Spätestens nachdem der Stream Region Lock war, war es mir schon klar, ey, da wird nichts kommen. Und es war mir auch im Vorhinein schon irgendwo ein bisschen klar, aber dass man nicht mal den japanischen Zuschauern etwas Neues gezeigt hat, dass nicht mal die japanischen Zuschauer was Neues bekommen haben, außer jetzt dieses Mobile Game, wofür sich ja gar kein interessieren wird. Ich denke, auch der Shitstorm wird groß sein. Und dementsprechend ist das ja auch ein echt dreister Jubiläumsstream gewesen. Also ich habe mich auch am Ende gefragt, wo ist meine Stunde Lebenszeit hin, die ich verschwendet habe. Ohne Witz, das war so unnötig, diesen Stream zu gucken. Ehrlich, das war mir die ganze Vorbereitung halt echt nicht wert. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Was sagt ihr zu dieser Ankündigung? Schreibt es mal in die Kommentare hinein, ja. Und apropos Yo-Kai Watch 4, ja, jetzt wird es dann wahrscheinlich an Native Prime oder eventuell irgendeinem anderen Lokalisationsstudio liegen, Yo-Kai Watch 4 in den Westen zu bringen, ja. Jetzt liegt es an denen, nicht mehr an Level 5. Und wenn Level 5 damit irgendwie verantwortlich ist, dann eben in Verbindung mit Native Prime oder einem irgendeinen anderen Lokalisationsstudio. Ja. Fingers crossed, Brüders. Es ist heute ein schwarzer Tag in der Yo-Kai Watch Community. Nicht nur in der westlichen, auch in der japanischen. Und das ist halt schon wirklich traurig, wenn man sich gar keine Mühe gibt für ein japanisches Jubiläum. Das ist sehr traurig. Schreibt eure Meinung zu diesem traurigen Event sehr gerne in die Kommentare. Ich frage mich auch, wie die beiden Synchronsprecherinnen das überhaupt durchhalten konnten. Die haben sich doch bestimmt vor dem Stream nochmal ein paar Asahi-Bier reingezogen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum die so neutral geblieben sind und so enthusiastisch bei dem, was gezeigt worden ist. Echt dreist. Haut rein, tschüss!